Willkommen zu unserer FNs 23 My Team Karriere wieder mit Audi. Ich freue mich extrem. Dieses Mal sind wir in Spielberg, einer extrem genialen Strecke, und ich hoffe auch, dass wir heute was leisten können, denn es ist mein Heim Grand Prix. Es ist das erste Rennen, in dem wir mit 94 Schwierigkeit fahren, weil einige von euch meinten, dass es zu einfach ist. Und ja, hier haben wir noch einmal Spielberg. 4,3 Kilometer, 10 Kurven und 3 DSC. Ist einfach eine tolle Strecke. Ich mal mich hier aber ehrlich gesagt nicht die größten Chancen aus, denn es ist halt auch eine Strecke, die vermutlich meinem Auto und auch dem Paket von Audi nicht ganz liegt. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Däumchen rum und ein kostenloses Abo freuen. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Instagram, TikTok und so weiter. Alles unten verlinkt. Macht die 13K voll. Es wird auch sehr viel Stuff online kommen. Und wir gehen hier rauf den Berg. Ihr seht hier schon den Geist. Wir sind 22. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Trotzdem werde ich alles versuchen, um hier das bestmögliche Resultat zu holen. Unsere Stärken liegen eher im Mittelsektor, würde ich mal sagen, weil der auch natürlich mit ein paar Kurven bestückt ist. Die größte Schwäche, der letzte Sektor. Aber das werden wir alles natürlich sehen, wo wir dann zum Schluss landen. Wir sind jetzt um einiges näher an Carlos Sainz Junior dran. Ja, es könnte was werden. 14. Platz. Hier jetzt die Mittelsektorkurve, die sollten wir eigentlich auch ordentlich treffen. Okay, da wollte ich ein bisschen zu viel. Ja, das sind fast eine Sekunde Rückstand. Das auf so einer kurzen Strecke, das ist natürlich enorm. Und ja, ein 18. Platz, das ist natürlich nicht gut. Denn es ist im Sprint Starkregen angesagt, oder beziehungsweise generell Regen angesagt. Und die letzte Kurve muss noch ein bisschen rausreißen. Ja, eher semi-gut. Das ist der 19. Platz. Ja, das ist gar nicht so optimal. Jetzt geht's in den Sprint, Leute. Es sind Full-Wet-Bedingungen. 19. Platz, Stufe 94, Traktionskontrolle Mittel und Bremsen natürlich auch selbst. Los geht's hier mal. Wir kommen unnormal okay weg. Unser nasser Start ist schwieriger. Boah. Da hacken wir uns fast hier mit Lance Stroll ein bisschen ein. Trotzdem, der 13. Platz ist natürlich alles besser als, als der 19. Da setzen wir uns neben Albon und ich bremse ein bisschen zu früh. Doch ich weiß ja doch, dass diese Kurve hier vermutlich, ja, da wird es gelb. Das ist ein Wahnsinn, wie sich das hier staut. Keiner kommt schnell raus. Alle kommen rein und da komme ich mit einem, mit einem fetten Quersteller, will ich wieder zu viel. Beide Alpine kämpfen da gegeneinander. Und ich probiere mich, ich probiere auch hier ein bisschen mir einen Vorteil zu verschaffen. Durch Windschatten und so weiter. Durch 8 Runden im Sprint ist schon, ja, das ist schon der Hausnummer, würde ich mal sagen. Und das könnte nochmal interessant werden. Die Alpine da vorne, sehr, sehr interessant, dass die sich da so bekriegen. Natürlich geht es bei denen in erster Linie nicht um den Punkt. So, Alter. Das ist wirklich so schwierig unter diesen Bedingungen. Wir müssen natürlich mit dem Trockensetup fahren. Parc Fermé ist natürlich an seit Qualifying und also seit dem ersten Rausfahren oder halt in unserem Fall seit dem Blitz-Qualifying ist Parc Fermé an und wir können da jetzt auch leider nichts machen. Es ist so wie es ist. Wir müssen uns jetzt mit diesem Trocken-Setup hier in den extrem feuchten Bedingungen abbrechen. Ich hoffe natürlich auch, dass das Qualifying heute sehr spannend werden wird. Morgen haben wir dann Sprinttag. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze werden wird. Pierre Gasly jetzt vor uns, der ist da haben wir jetzt beim Anbremsen sehr viel Zeit gut gemacht, eben weil die beiden auch fighten. Und jetzt im Windschatten. Im Windschatten, ja, das könnte was werden. Das könnte was werden, runter zur Rauchkurve. Da können wir auch links. Ich bremse einen Ticken früher. Trotzdem kommen wir hier, ja, leider nicht besonders nah dran. Das ist noch nicht ganz unsere Chance. Ich glaube aber, gerade gegen Gasly könnte das noch was werden in dem Rennen heute. Punkte sind, glaube ich, nicht drin. Das ist ja fast unmöglich, der ist schon weit weg und wir kommen ja kaum den Alpine-Leuten nach. War auch nicht gut. Wir kommen kaum den Alpine-Leuten nach, das ist, glaube ich, unmöglich, einen Punkt zu holen. Das ist aber nicht so schlimm. Es wäre auch der 11. Startplatz viel besser wie der 19. Das wären dann 8 Plätze und jeder Punkt oder beziehungsweise jede Positionierung zählt. Also wir sind immerhin noch in diesem Sekundenfenster, auch wenn das heute im Regen nichts bringt. Warum ich gerade im ersten Sektor Purple schaffe, ich weiß es nicht. Der war eigentlich auch im kompletten Wochenende nicht so mein Sektor.
Und jetzt schaffen wir es hier tatsächlich mit lilanen Zeiten durchzukommen. Ich finde es sehr interessant, es ist sehr weird, aber jetzt kommen die beiden sich wieder in die Quere. Gasly probiert hier den Switch irgendwie, wie irgendwie an Ocon vorbei, schafft es aber nicht. Jetzt könnte meine Chance da sein. Wir gehen links an ihn dran, wie vorhin schon an der gleichen Stelle. Jetzt, glaube ich, langt's aber. Er setzt ein bisschen auf dieser noch feuchteren Strecke. Und da können wir außen noch nicht ganz vorbei. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Und wenn ich da jetzt nicht mit... Jo, da gehen wir rein. Das war... Oh, Halleluja. Eine schwere Geburt. Das ist also P10 und das wäre natürlich ein toller Startplatz. Der 10. Platz wäre unnormal gut. Da kommen wir wieder mit einem unfassbar fetten Quirlstier aus der Kurve raus. Und das ist halt auch wirklich... Das ist so ein Tippel, auch wenn ich so Getriebeübersetzung schon auf 55 oder so Runden habe, ist das noch immer noch ein ordentliches Getippel. Esteban Ocon ist jetzt mit diesem Fight natürlich ein bisschen weiter weggekommen, fast 1,5 Sekunden, und den konnten wir auch leider nicht mehr holen. Wir sind jetzt hier komfortable 8 Zehntel vor Pierre Gasly und ja, können das auch halbwegs so halten, gibt ja kein DS oder so. Und so ist es halt ein bisschen langweilig, denn wir kämpfen zwar nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch gegen das Auto. Trotzdem ist es halt wirklich noch sehr einfach für uns hier, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein Rutscher. Dieser Rutscher, ein, zwei Kurven gibt es auf der Strecke. Gerade so die Zickzack-Kurve, wo wir gerade waren. Und ich würde auch sagen, Turn 4, das sind so die Stellen... Genau da der Rutscher und genau da wird das Auto ganz komisch. Und ja, genau da kommen dann die Rutscher. Das ist halt dumm, das ist echt blöd, aber ich kann jetzt auch nichts machen. Wir müssen halt jetzt einfach das Beste daraus machen. Es gibt ja sowieso keinen Punkt, das ist nur die Startposition fürs Rennen. Also da geht auch nichts mehr. Jetzt da vor uns, aha, da gehen wir neben die Strecke. Den Scheitel komplett verpasst und ja, irgendwie raus wieder, zack, der natürlich gibt es Streckenbegrenzung. Ich bin den Weg so gefahren, wie er gehört, und da sticht recht schon Esteban Ocon vorbei. Wir sind in der 8. Runde, konnten uns da gerade noch so halten. Es sind nur 2 Zehntel Vorsprung zu Lance Stroll und der wird eine Attacke wagen in die Rindkurve rein, oder? Ja, das ahne ich, da gehe ich, ja, wo soll ich denn hin? Also, yo, was macht er denn hier? Dann können wir den Switchback machen und gehen in, ja, auf den 10. Platz. Es ist kein Punkt, es ist nur der Startplatz 10. Also, es ist, ja, schlecht. Also, wir hätten locker 9. starten können, hätte ich da gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Fernando Alonso, Norris, Ocon, der Wissenschaftler, Stroll, Gasly, Oscar Piastri, Albon, Hülkenberg, Bottas, Joe, Tsunoda, Sargent, De Vries, Doohan, De Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. So Leute, los geht's hier in das Hauptrennen nun. Spielberg Heim Grand Prix P10. Wir werden, los geht's. Wir starten mit den gelben Reifen und das ist einer der wenigen da ganz vorne. Und deswegen wird es auch umso schwieriger werden. Ich weiß aber, dass die Strecke gerade für mein Auto ein ordentlicher Reifenfresser ist. Wir haben hier direkt einen Platz verloren. Ich glaube, das war Lance Stroll. Der hatte gefühlt einen Raketenstart. Ist auch direkt an Lando Norris vorbeigegangen. Und im Windschatten ziehen wir uns hier an Norris immerhin dran und jetzt auch an Lance Stroll. Es wird aber noch nicht ganz gehen, da kommt es doch zur Berührung zwischen Alonso und Ocon. Aber trotzdem können wir hier den 9. Platz für uns übernehmen. Und ja, Alonso hat hier ordentlich zu kämpfen. Der Dude hat sich die weißen Reifen drauf gewonnen.
eine Genio-Strategie bei Aston Martin anscheinend. Ich bremse ein bisschen früher, denn ich gucke mir das jetzt mal ein bisschen von der Distanz an. Ich weiß nicht genau, was dazwischen ihnen abgeht, aber ich denke mal, Ocon wird vorne bleiben. Ich meine, der hat zwei Stufen weichere Reifen und das sollte dann schon ausreichen, auch wenn sein Auto jetzt nicht das Beste ist, aber ja, das glaube ich reicht trotzdem. Und ja, das war ein guter Start. Ich würde sagen, der Start an sich war eher semi-gut. Trotzdem konnten wir hier eigentlich gut gegen die Konkurrenz fahren. Track Limits letzte Kurve. Ein paar aufpassen. Ich glaube, letzte Kurve ist schlimmer wie vorletzte Kurve. Trotzdem müssen wir da auch aufpassen. Den Berg rauf. Ich glaube auch Alonso könnten wir uns holen. Oh mein Gott, Alter. Ja, das ist. Der Grip ist, denke ich mal, noch immer noch nicht ganz da, nachdem so im Sprint geregnet hat und den kompletten Grip weggewaschen hat. Und ja, das ist echt sehr, sehr interessant hier, dieses Handling. Noch können wir gut mitgehen. Es sind aber auch 25 Runden und ich hoffe, dass die Strategie ein bisschen aufgehen wird. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der beste Weg ist. Aber ja, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Jetzt müssen wir einfach reingehen und schauen. Ja, wie wir da am besten reingehen. Alonso, jetzt gucken wir uns mal den Replan. Alonso, glaube ich, sollte eigentlich machbar sein. Und wir kommen, ehrlich gesagt, nicht so gut weg. Liegt natürlich einerseits an den Reifen, aber auch andererseits, ich glaube, ich war da einen Ticken zu spät, was die Reaktionszeit betrifft. Ich meine, mir war nicht ordentlich grottig, aber trotzdem war das ja nicht das, was ich optimal bezeichnen würde. Immerhin war dann oben Kurve 3 ein bisschen besser, da konnten wir auch am ersten Martin wieder vorbeigehen und uns dann Richtung vorne kämpfen. Aber es war natürlich jetzt nicht da, wo ich Freudensprünge machen würde. Es war jetzt nicht der perfekte Start. Und da jetzt nochmal genauso reingehen. Wir sind immer noch hinter der Kampfgruppe Alonso Ocon, die haben aber auch immerhin schon ein bisschen Boden zu den Vorderleuten verloren. Da ist schon eine kleine Lücke drin, ist ja natürlich klar. Trotzdem wundert es mich, also dass da Ocon nicht davonziehen kann, das ist ehrlich gesagt ein Rätsel, weil der hat wirklich die viel besseren Reifen eigentlich und das sollte da easy eigentlich wegfahren können. Wir kommen aber auch Alonso nicht nach. Es ist irgendwie verhext. Ich meine, mein Auto ist natürlich um einiges schwächer, aber der gelbe Reifen sollte doch trotzdem ein bisschen besser sein, oder? Jetzt drückt natürlich Stroll an und ich muss auch irgendwie gucken, im DS-Fenster zu bleiben, denn das wird sonst unnormal schwierig. Jo, und da gehen wir rein und das reicht, Leute. Wir sind hier an Esteban Ocon vorbei, der es dann doch nicht geschafft hat. Seine Reifen dürften anscheinend auch nicht mehr so gut sein. Er hat es nicht geschafft, an Fernando Alonso vorbeizukommen oder ja, sich von ihm abzusetzen, sagen wir mal so. Wir konnten hier den Profit draus schlagen. Es ist ein Wahnsinn. Zwei Zehntel, jetzt sollte Ocon aber wieder zurückkommen. Ja, das reicht aber noch nicht für ihn, aber ich habe hier schon den kleinen Zug hinter mir anhängen.
der sich ja schimpfen lässt, Ocon, Norris, und ich glaube auch, dass Lance Stroll hat ein bisschen abreißen lassen trotzdem. Es wird schwierig, denn das sind natürlich vom Auto ja alles Autos, die wesentlich schneller sind wie wir. Und ja, da wird es interessant. Jetzt ist Esteban Ocon ein bisschen wieder weiter weg. Und ich denke mal, solange ich im DS von Fernando Alonso bleiben kann, wird mir nicht viel passieren. Aber das werden wir natürlich nicht ewig halten können. Und irgendwann dann wird hoffentlich Boxenstopp-Zeit sein. Aber wenn nicht, müssen wir wirklich verteidigen, was das Zeug hält. Denn Esteban Ocon und auch Lando Norris, gegen die kämpfen wir gefühlt schon das Ganze, die komplette Season. Und ich glaube, gerade Ocon, der ist vom Auto her viel stärker, aber auch Norris hat ein Ticken besseres Auto und müssen wir halt einfach mal richtig reingehen. Also es ist schwierig. Es ist wirklich hardcore, hier auf so einer Strecke vorne zu bleiben. Runde Nummer 9 und jetzt sind wir ganz nah dran und jetzt auf einmal, oh mein Gott, da bin ich viel zu spät auf der Bremse. Und jetzt auf einmal strugglen alle hier vorne. Verstappen ganz, ganz nah bei uns, aber auch die Mercedes und Ferrari, da Sainz, glaube ich, der ist ja vom Pol gestartet und jetzt auf einmal da irgendwo im Mittelfeld, ob da nicht einer von denen ein Problem hat. Es wundert mich ein bisschen, doch ich traue dem Braten nicht ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt gerade los ist. Soll ich jetzt schon in die Box reingehen, muss ich aber definitiv auf Weiß gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen sollen. Trotzdem finde ich das Ganze interessant. Wir konnten uns hier ein bisschen an Alonso verbackditchen. Das ist aber natürlich auch, liegt daran, dass da vor mir ein kleiner Stau war. Der hat sich aber jetzt wieder aufgelöst. Und jetzt sind wir natürlich freiwillig. Alonso drückt sich an wie Sau. Und der wird uns locker holen können. Ja, der hat das viel bessere Auto. Und da jetzt was auszurichten, das wird nahezu unmöglich werden. Ich dachte mir auch zuerst, ich bremse hier mal ab, gehe hier, ja, bin ich viel zu spät. Da lohnt sich wirklich sehr spät gebremst und hat die Tür dann auch für Lando Norris offen gelassen. Jetzt müssen wir hier im Windschatten, Norris probiert es zwar, schafft es aber nicht ganz. Probieren irgendwie, ja, jetzt sind wir in der Zwickmühle, da kommen wir auch nicht richtig vorbei. Hey, man, kommen wir hier Lando Norris wieder vorbei. Aber jetzt sind wir wieder im Sekundenfenster von Alonso draußen. Das ist dumm. Das ist sehr blöd gelaufen. Gehen wir einfach mal in die Box. Gleichzeitig mit Alonso. Alonsos weiße Reifen haben wirklich nur 11 Runden gehalten. Das ist interessant. Und das bringt mich natürlich ein bisschen zur Überlegung, ob wir wirklich die richtige Strategie gewählt haben, wenn seine Reifen dann nur so wenig halten. Und jetzt ist auch Esteban Ocon wieder durchgerutscht, weil der Boxenstopp jetzt nicht perfekt war und einige da gefahren sind. Das ist natürlich alles andere als toll. Das ist wirklich der Worst Case. Und auch Lando Norris klebt uns jetzt mit den frischeren Reifen. Frisch sind beide, aber natürlich mit den weitaus schnelleren Reifen klebt uns der jetzt da richtig dran. Das wird sehr, sehr schwierig werden, das ja zu halten. Es ist alles eher suboptimal, wo wir rausgekommen sind. Ich hätte rückblickend natürlich Runde 9 schon reinkommen sollen. Ja, das hätte aber auch nicht viel gebracht. Wir können hier auch Lando Norris nicht halten. Der zieht da davon. Und all in all ist das jetzt schon der 9. Platz. Also wir sind jetzt noch 11. Also schon aus den Punkten rausgefallen. Und ja, es fehlen noch ein, zwei Leute. Ich glaube, da vorne fährt noch ein Alpha herum, der noch nicht drin war. Trotzdem, also ich denke mal, wir haben all in all schon, ja, im Fernduell hier 2 Plätze verloren. Auch im richtigen Duell. Denn Ocon und Norris sind ja vorbei. Ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht zum Schluss die besseren Reifen haben. Bin mir dahingehend aber natürlich auch nicht sicher. Es ist ein bisschen verhext, das Heim Grand Prix. Trotzdem wären Punkte schön. Und wir müssen jetzt natürlich anders denken. Wir haben jetzt mit der Schwierigkeit und natürlich auch mit der Autoleistung, glaube ich mal, ein gutes Mittelmaß gefunden. Und jetzt heißt es natürlich,
mal schauen, ob wir das schaffen, irgendwie auf einen Fuß zu kommen. Jetzt sind nicht mehr so Top 5 oder so das Ziel, sondern jetzt sind generell Punkte das Ziel. Halleluja! Ja, da wollte ich viel zu viel. Ja, Guan Yu Zhou ist in der Box und da übernehmen wir den 10. Platz. Immerhin ein Punkt, das ist gut. Bin mir aber auch nicht sicher, ob wir den halten können, denn auch Piastri ist nur 3 Sekunden weg. Wir haben noch 10 Runden zu gehen, die weißen Reifen. Und ja, das wird eine interessante Endspurtphase, würde ich mal sagen. Ich bin unfassbar gespannt, wie das weitergeht. Abstand nach vorne im Auge, 5,6 Sekunden. So, hier ein bisschen verbremst und ja, das hier ist schon der besagte Oscar Piastri. 8 Zehntel nur noch hinter uns und der wird ordentlich Druck machen. Die weißen Reifen sind zwar von der Langlebigkeit her gut, aber von der Pace her natürlich komplette Kacke. Und ja, hoffentlich haut uns Piastri ja nicht noch aus unseren einzigen... Es sind zwei Punkte, okay. Trotzdem, hoffentlich fallen wir da jetzt nicht raus. Zwei Punkte wären natürlich schon toll, wenn wir die schaffen würden. Ne? Nur Piastri hat natürlich auch wieder so ein starkes Auto. Und das ist auch nicht weit weg. Der hat genauso viel Pech wie ich da hinten. Der ist auch weiter vorne gewesen durch die Boxentopphase. Ja, da mussten wir neben die Strecke gehen. Und hier ist Piastri schon. Da können wir auch nicht mehr abdecken. Der zieht da innen durch. Gott sei Dank vor der DRS-Linie. Jetzt bekommen wir nämlich, der beim Rausbeschleunigen hatte der so wenig Pace, das ist wirklich krass. Bleiben wir dran, vielleicht macht er einen Fehler. Ja, das konnten wir, ja, schaffen. Er hat einen Fehler gemacht. Trotzdem noch einmal das Ganze. Und er hat hier wieder DRS, oder haben wir das? Nein, das haben wir nicht gesneakt. Er hat wieder DRS. Okay, wir kommen besser aus der Kurve raus. Trotzdem heißt in die letzte Runde noch einmal zittern. Schaffen wir diesen 9. Platz ins Ziel zu retten. Das wären natürlich wichtige 2 Punkte, auch wenn wir unser Ziel mit diesen 3 Punkten pro Rennen nicht schaffen, ist das natürlich besser als ein Punkt und schon mal viel besser als gar kein Punkt. Ach, das wird knapp, das wird so knapp, denn Oscar Piastri ist nah dran. Und jetzt, ja, mischt sich auch hier Pierre Gasly in diesen Zweikampf ein und macht ihn zu einem Dreikampf. Das kann interessant werden auf jeden Fall. Ab in die letzte Kurve und hier sind wir nun. Letzte richtige Kurve, wir konnten schaffen, vor ihm zu bleiben und wir beenden das Rennen hier auf dem 9. Platz. Das ist okay, würde ich sagen. Schade, aber ich freue mich auch für die, die gewonnen haben. War mir jetzt auch klar, dass wir kein Sieger hier werden und Charlie Clement Drive of the Day. Wie hat euch das Rennen gefallen? Gucken wir uns die Siegerung an. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt.
Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. So, hier haben wir nun das Endergebnis. All in all haben wir 2 Punkte das ganze Wochenende geholt. Ist, würde ich mal sagen, okay. Perez holt genauso viele Punkte, weil er im Sprint ja anscheinend Dritter geworden ist. Oder warte mal, 8, 7, ja, 6 Dritter. 1 Punkt für die letzte Rennrunde und dann noch die 19 für den 2. Platz. Und Leclerc nur Erster geworden ist und genauso viele Punkte. Interessant das Ganze. In der Weltmeisterschaft ist es ziemlich eng zwischen Perez und Verstappen. Wir haben hier 67 Punkte in der Konstrukteurs-WM und nehmen hier ein paar Punkte mit. Das ist trotzdem sehr, sehr interessant. Mir hat das ganze Rennen sehr gut gefallen. Ich hoffe natürlich, dir auch. Und hier haben wir nochmal die Rivalität mit George Russell. Ja, ist mir auch irgendwie klar, dass wir die verlieren werden und die werden wir haushoch verlieren. Ich weiß auch nicht genau, warum das Spiel ein zu schweres Ziel ist. Jetzt, ich kann mir das echt nicht erklären. Hier sind wir nun im in unserem Home-Bildschirm. Und ich würde mal sagen, für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut unbedingt gerne auf Insta-Tobi vorbei auf TikTok und auch gern auf IT-Gaming auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank für euren Support. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll. Abonniert gern kostenlos, falls euch meine Videos gefallen und ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt doch gerne auf Däumchen oben. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.